Herzlichen Dank meinerseits an die Veranstalter und Organisatoren, dass ich hier vor Ihnen sprechen darf, obwohl ich keine fertigen Resultate, auch keinen ausgearbeiteten Vortrag habe, sondern wirklich sozusagen erste programmatische Überlegungen zu einem Forschungsprojekt, was wir gegenwärtig am Kulturwissenschaftlichen Institut, und mit wir meine ich auf der Ebene der Initiatoren Klaus Leggewie als den Direktor des Kulturwissenschaftlichen Instituts und Gudrun Gersmann, Frühneuzeitlerin an der Universität Köln, die lange Jahre Direktorin des Deutschen Historischen Instituts in Paris war und jetzt auf ihren Lehrstuhl für Geschichte der frühen Neuzeit in Köln zurückgekehrt ist. Und es gibt schon eine Reihe von Jahren eine Kooperation zwischen dem Kulturwissenschaftlichen Institut und dem DHI in Paris. Und aus dieser Kooperation ist dann jetzt auch diese Projektinitiative hervorgegangen. Also im Zentrum der folgenden Überlegungen steht ein Forschungsverbundprojekt, das dem Thema Kulturen der Transparenz gewidmet ist und das langfristig bei der DFG beantragt werden soll. Als ersten Schritt auf dem Weg haben Gudrun Gersmann, Klaus Leggewie und ich als Initiatoren dieser Projektinitiative am Dienstag dieser Woche einen Workshop am KWI veranstaltet, zu dem wir ca. 35 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der drei Ruhrgebietsuniversitäten Bochum, Dortmund und Duisburg-Essen aus unterschiedlichen Fächern eingeladen haben, um mit Ihnen gemeinsame Projektperspektiven zu sondieren. Es war ein ganz vielversprechender Auftakt, weil deutlich wurde, wie weit gespannt die thematischen Felder und mit welchen unterschiedlichen Begriffen von Transparenz in den verschiedenen Disziplinen operiert wird. Unter projektstrategischen Gesichtspunkten möchten wir erproben, ob sich ein sogenannter Transregio-Sonderforschungsbereich realisieren lässt. Dabei handelt es sich um einen größeren Forschungsverbund von Einzelprojekten, die von Forschern aus unterschiedlichen Universitäten beigetragen werden, aus unterschiedlichen Universitäten und unterschiedlichen Fächern. Also soweit rasch einleitend zum institutionellen Kontext, in dem die Vorüberlegungen zu dem hier skizzierten Forschungsprojekt stehen. Unter dem Titel Kulturen der Transparenz möchten wir ein Phänomen zum kulturwissenschaftlichen Forschungsgegenstand machen, das sich gegenwärtig im Zusammenhang politischer, medialer und wissenskultureller Entwicklungen nicht nur von großer Aktualität erweist, sondern auch überaus kontrovers verhandelt wird. Gilt Transparenz den einen als eine notwendige Bedingung partizipatorischer Demokratie und Informationsfreiheit, von der eine grundsätzliche Erneuerung der politischen Kultur zu erwarten sei, geißeln sie andere als ein Instrument der sozialen Kontrolle, das die Voraussetzungen von Individualität und persönlicher Freiheit, von kultureller Differenz und Vertrauen zugunsten des Terrors einer gleichgeschalteten, nivellierten Transparenzgesellschaft zum Verschwinden bringe. Also der Philosoph Byung-Chul Han hat in diesem Jahr ein Buch zur Transparenzgesellschaft, also das Buch trägt auch diesen Titel Transparenzgesellschaft, publiziert, in dem er genau diese Spannung aufgemacht hat. Und Alfred Hirschert hat es ja gerade auch schon angesprochen, diese Spannung zwischen Emanzipationsversprechen auf der einen Seite, aber auch der Gefahr eines Terrors von Transparenz als politischer Gefahr. Angesichts dieser überaus kontroversen Diskurslage soll der gegenwärtige Streit um Transparenz im Rahmen des Projekts zum Thema gemacht und zugleich in seiner historischen Entwicklung nachgezeichnet werden. Dieser Zusammenhang von Aktualität und Historizität des Phänomens Transparenz ist konstitutiv für den Zuschnitt des geplanten Forschungsverbundes. Damit könnte das Projekt zugleich einen Beitrag zur inhaltlichen und begrifflichen Schärfung des derzeit noch weitgehend unklaren Schlagworts der Transparenz leisten, das auf eine ganz diffuse Gemengelage
von Phänomenen im Umfeld, von Öffentlichkeit und Privatheit, von Geheimnis und Wissen, von Kontrolle und Vertrauen, von Informationsmedien und Massenkommunikation, von Tabus und Tabubrüchen, von Praktiken der Enthüllung und Verhüllung als potenzielle Gegenstandsbereiche verweist. Entsprechend weit gespannt ist das potenzielle Themenspektrum und die disziplinäre Verortung der beitragenden Projekte. Es kann Grundprobleme der politischen Kultur, der Meinungsfreiheit und Pressefreiheit und der Persönlichkeitsrechte ebenso berühren wie die Bedeutung des Internets, der Fotografie, der Presse, des Fernsehens, des Enthüllungsromans oder der Psychoanalyse als Medien der Generierung von Transparenz. Und es kann sich auf die Praktiken der Verschleierung in islamisch geprägten Bevölkerungskreisen oder Kulturen ebenso erstrecken wie auf Grundfragen christlicher Theologie und Liturgie, auf die Bedeutung frühneuzeitlicher Kleiderordnungen ebenso wie auf die Figur des modernen politischen Intellektuellen im Sinne eines Experten der Enthüllung, um nur hier exemplarisch einige mögliche Themenfelder anzudeuten. Dem angestrebten interdisziplinären Profil des Verbundprojekts soll mit zwei Untersuchungsschwerpunkten Rechnung getragen werden, denen die empirischen Fallstudien aus unterschiedlichen Disziplinen dann zugeordnet werden können. Während der erste Schwerpunkt den gegenwärtigen medialen, digitalen, politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen gewidmet ist, in denen sich aktuell eine neue Kultur der Transparenz zu formieren scheint, geht es im zweiten darum, gezielt solche historischen Prozesse in den Blick zu nehmen, in denen sich in der Vergangenheit im Kontext neuzeitlicher und moderner, aber auch vormoderner, auch antiker Gesellschaften bereits Kulturen der Transparenz herausgebildet und verändert haben. Mit dieser gleichzeitigen Ausrichtung auf die aktuellen Entwicklungen im Bereich der Transparenzkultur einerseits und auf ihre vergangenen Ausprägungen andererseits verbindet sich eine doppelte Erwartung. Auf der einen Seite kann die sich gegenwärtig formierende neue Kultur der Transparenz in der Kontrastierung mit der historischen Erfahrung eine schärfere Kontur gewinnen. Sie kann in ihren Besonderheiten und Unterschieden, in ihrem spezifisch Neuen gegenüber dem bisherigen und Tradierten deutlich sichtbar werden. Auf der anderen Seite wachsen uns aus der Gegenwartserfahrung einer bislang unbekannten Transparenzkultur neue Perspektiven auf die Vergangenheit zu, die es erlauben, auch geschichtliche Phänomene in neuem Licht zu sehen und auf andere Weise als bisher zu deuten. Das hier vorgestellte Projekt soll auf diesen beiden Ebenen, also auf der aktuell politischen und auf der historischen Ebene, gleichermaßen einen kulturwissenschaftlichen Erkenntnisfortschritt ermöglichen, indem es vor allem fünf leitende Fragestellungen und Themengesichtspunkte ins Zentrum rückt. Diese zielen erstens auf die Medien, Institutionen, Verfahren, sozialen Praktiken oder urbanen Räume, in denen sich Kulturen der Transparenz gegenwärtig formieren oder historisch formiert haben. Sie zielen zweitens auf die Semantiken, Normen, Legitimationen oder rechtlichen Arrangements, die jeweils kulturell leitend sind oder waren. Sie zielen drittens auf die Akteure, Dynamiken oder sozialen Bewegungen, die die Regeln von Transparenz und Intransparenz definieren, verändern, in Frage stellen oder dies historisch getan haben. Sie zielen viertens auf die interkulturellen Konfliktzonen und Kontroversen, die sich im Zeichen von Globalisierungsprozessen oder grenzüberschreitenden Migrationsbewegungen ergeben bzw. ergeben haben und in denen kulturell divergente oder gegensätzliche Vorstellungen von Transparenz
im Mittelpunkt stehen oder standen. Also das Kopftuch, der Kopftuchstreit, das Burka-Verbot in Frankreich, das sind sozusagen nur Beispiele aus diesen interkulturellen Konfliktlagen, in denen es um Konzepte von Transparenz im Verhältnis der Kulturen und Gesellschaften zueinander steht. Und unsere Fragestellungen zielen fünftens schließlich auf die künstlerischen und literarischen Genres, religiösen Lehren oder wissenschaftlichen Diskurse, in denen Fragen des Sichtbaren und Unsichtbaren, des Sagbaren und Unsagbaren, des Gewissen und Ungewissen reflektiert wurden und werden. Diesen fünf leitenden Fragestellungen sollen sich die Forschungsprojekte zuordnen, um anhand konkreter Fallstudien Aspekte aktueller und historischer Kulturen der Transparenz aufgreifen zu können. Ein paar Worte zur Aktualität des Transparenzbegriffs. Der erste dieser eingangs erwähnten Untersuchungsschwerpunkte zielt auf die aktuellen Debatten um den Begriff der Transparenz und fragt nach den unterschiedlichen Ebenen seiner Anwendung, nach dem Spektrum seiner Bedeutungen sowie nach den Gründen für seine gegenwärtige Konjunktur und gesellschaftliche Relevanz. Es geht um die Frage, auf welche aktuellen Entwicklungen und Erfahrungen der Begriff der Transparenzkultur verweist, der im Zuge des hier dargelegten Forschungsprogramms dann empirisch aufgearbeitet werden soll. Die Forderung nach mehr Transparenz ist in der jüngsten Vergangenheit zu dem Leitmotiv der Print- und Online-Medien schlechthin geworden. Ob es sich um aktuelle Plagiatsaffären in hohen bundesrepublikanischen Politkreisen, um die Tätigkeit der internationalen Geheimdienste oder die Einrichtung populärer Enthüllungsplattformen im Netz wie WikiLeaks handelt. Durch die neuen digitalen Medien ist gleichzeitig bereits eine Apparatur der Generierung von Transparenz entstanden, die im Prinzip schon allen alles verfügbar macht und dies auch programmatisch so formuliert. Die erst seit wenigen Jahren existierenden, aber sich rasant ausbreitenden sozialen Netzwerke verstehen sich als kollaborative Plattformen, die explizit den gläsernen Menschen als Mitglied wollen oder zur permanenten Selbstentblößung animieren. Ähnliches gilt für den Wissenschaftsbereich, der durch Twitter, Blogs und Mailinglisten seinerseits buchstäblich durchsichtig geworden ist. Es gibt wohl keine Tagung, keine Publikation oder Berufung mehr, die nicht umgehend auf den diversen Plattformen angezeigt, annotiert und kommentiert würde. Der Akt des Sich-Erklärens, Offenlegens, Rechenschaft abgebens wird in diesem Zusammenhang stets zu einer alternativlosen Selbstverständlichkeit des modernen Wissenschaftsbetriebs und intellektuellen Daseins erklärt. Zugleich ist Transparenz inzwischen auch auf der Ebene der politischen Kultur und des politischen Parteiensystems zu einem aktuellen Thema geworden. Denn mit den Wahlerfolgen der Piraten hat in den vergangenen Jahren eine Partei auf sich aufmerksam gemacht, die mehrheitlich rekrutiert aus einer jüngeren Generation von Digital Natives die Forderung nach Transparenz politischer Entscheidungen zum Markenkern ihres politischen Programms und ihre Vorstellungen von Liquid Democracy erhoben hat. Dieser politischen Sensibilisierung für die Bedeutung transparenter Entscheidungsabläufe entspricht, dass sich Bürgerproteste zunehmend häufiger am Bewusstsein mangelnder Transparenz entzünden, sei es bei technologischen Großprojekten mit massiven Folgen für die Lebenswelten der betroffenen Bürger, wie etwa im Falle von Stuttgart 21, oder der Auseinandersetzungen um Landebahnen, Nachtflugregelungen oder Atommüllendlagerstätten, oder sei es bei Auseinandersetzungen um eine unklare Zurechenbarkeit von politischer Verantwortung, wie etwa im Falle der Katastrophe bei der Duisburger Love Parade. Angesichts derartiger Erfahrungen setzt sich zunehmend die Einsicht durch, dass politische Entscheidungsprozesse mit weitreichenden Folgen für große Bevölkerungskreise zukünftig durchgehend transparent gestaltet werden müssen,
sollen sie Akzeptanz erzeugen und politisch durchsetzbar sein. Transparenz gehört in diesem Sinne zum Kernbereich einer auf Partizipation und Mitwissen angelegten Bürger- und Zivilgesellschaft. Die ist insofern auch zentrales Thema einer Demokratietheorie. Ein weiteres Beispiel für die Aktualität des Transparenzbegriffs ist im wirtschaftlichen und finanzpolitischen Bereich zu finden. Denn angesichts der europäischen Finanzkrise der unmittelbaren Gegenwart wird die Forderung nach einer größeren Transparenz von Märkten bzw. des ökonomischen Handelns von Marktakteuren gefordert, um ökonomische Prozesse wieder berechenbarer und kontrollierbarer zu machen. Während die Herstellung von Transparenz in einer oft schon religiös anmutenden Rhetorik zum Allheilmittel der Abschaffung von gesellschaftlichen Missständen stilisiert wird, werden etwa für den privaten Bereich zugleich neue Grenzen postuliert, an denen die Transparenz ein gleichsam natürliches Ende finden soll. Die mit großer Werf immer wieder diskutierte Forderung nach der Wahrung der individuellen Privatsphäre und des Datenschutzes wird dabei offenbar keineswegs als Widerspruch zum Postulat der Transparenz verstanden. Dies betrifft im Übrigen auch die wachsende Popularität der Anonymous-Bewegung, die ihre Mission des Enthüllens paradoxerweise mit dem Rückzug ins Anonyme und gezielter Maskierung verbindet. Ich komme zu unserem zweiten Forschungsschwerpunkt, zu der historischen Forschungsperspektive. Sie fragt angesichts der gegenwärtigen Herausforderungen und Transformationsprozesse von Transparenzkulturen retrospektiv nach ihrem Wandel in der europäischen Geschichte von der frühen Neuzeit bis zur Gegenwart. Auf dieser Ebene geht es um die Frage, welche historischen Forschungsperspektiven sich ausgehend vom Begriff der Transparenz eröffnen und welche Phänomene sich mit ihrer Hilfe entlang der oben erwähnten 5 Leitfragen in den Blick bringen lassen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Begriff der Transparenz in der Vergangenheit offensichtlich kein maßgeblicher oder einschlägiger Begriff war, sondern erst in der unmittelbaren Gegenwart eine breitere Verwendung erfährt. Also in dem Zusammenhang werden insbesondere auch Arbeiten zur historischen Semantik des Transparenzbegriffs aus unterschiedlichen disziplinären Perspektiven von großem Interesse. Historisch verbreiteter war neben dem Begriff der Öffentlichkeit derjenige der Offenheit, etwa im Sinne der seit der wissenschaftlichen Revolution der frühen Neuzeit erhobenen Forderung nach Openness of Knowledge. Also im Zusammenhang dieser Fragen, auch wissenschaftsgeschichtlichen Fragen, ist das Buch von Daniel Jütte, Das Zeitalter des Geheimnisses, Juden, Christen und die Ökonomie des Geheimen, besonders interessant. Das ist Göttingen 2010 erschienen. Nach unserem Verständnis ist Transparenz nicht nur ein neues Wort für die ältere Kategorie der Öffentlichkeit und ist insofern auch nicht darauf beschränkt, einer inzwischen etablierten und weit verzweigten historischen Öffentlichkeitsforschung einen weiteren aktuellen Baustein hinzuzufügen. Vielmehr erschließt der Begriff der Transparenz, so ist unsere Hypothese, einen neuen Zugang zu einem interdisziplinären Forschungs- und Themenfeld. Eine wesentliche Besonderheit ist unseres Erachtens darin zu sehen, dass er die gängigen Unterscheidungen zwischen transparenter Öffentlichkeit und intransparenter Privatheit im Sinne geschichtlicher Gegen- oder Komplementärbegriffe unterläuft und sich auf beiden Feldern gleichermaßen zur Geltung bringt. Auf tiefgreifende Weise transformieren sich derzeit die kulturellen Konzepte und Leitvorstellungen, entlang derer die soziale Welt bislang in transparente und nicht transparente Sphären unterschieden worden ist. Transparenz repräsentiert, das zeigen etwa die aktuellen Entwicklungen
im Kontext der digitalen sozialen Netzwerke nicht nur eine Leitwährung der Medienproduktion, der Wissenschaftskommunikation, der deliberativen Demokratie und anderer Teilöffentlichkeiten moderner Gesellschaften, sondern gehält zunehmend auch als ein kulturelles Regulativ des Privaten, der Alltagspraxis sowie der persönlichen Binnenkommunikation in den Blick. In ihnen scheint eine bislang eher unbekannte Kultur der Transparenz im Sinne einer neuen Öffentlichkeit des Privaten, Intimen oder Vertraulichen im Entstehen begriffen zu sein. Ich möchte gerne einmal exemplarisch deutlich machen, sozusagen, was das an, also was mit diesem Spannungsfeld zwischen Öffentlichkeit, Transparenz auf der einen Seite und Privatsphäre und Intransparenz auf der anderen Seite auf sich hat. In einer schönen Formulierung hat Peter Handke einmal mit großer Prägnanz auf die subjekt- und persönlichkeitskonstitutive Kraft der Intransparenz und des Geheimnisses hingewiesen. Ich zitiere aus seiner Schrift Am Felsfenster morgens: Aus dem, was die anderen nicht von mir wissen, lebe ich. Also das den Blicken der anderen Entzogene macht für Handke letztlich den Kern der Persönlichkeit aus, und dieser intransparente Rest verinnerlichter Subjektivität muss gegenüber den nivellierenden Kräften einer Massengesellschaft und Massenkultur verteidigt werden, sollte etwas wie Individualität überhaupt noch überlebensfähig sein. In gewisser Weise erinnert mich dieses Konzept, soziologisch und wissenschaftshistorisch gewendet, an Max Webers Persönlichkeits- und Wertethik. Du wirst ja vielleicht noch näher darauf eingehen in deinem Beitrag, in der Kultur letztlich nur hervorgehen kann aus den letzten innerlichen Wertentscheidungen der Persönlichkeit und aus dem, was er in der Wissenschaftslehre das Pianissimo der kleinsten Lebenskreise nennt. Aus den Kontexten also, die sich der Transparenzdynamik von Öffentlichkeit, Politik und Gesellschaft noch entziehen können. Und das Ende dieser persönlichkeitskonstitutiven Intransparenz ist für Weber daher zugleich das Ende der Kultur. Die genaue Gegenposition dazu, und die führe ich hier ebenfalls nur exemplarisch an, ist von einem Denker wie John Dewey im Kontext des amerikanischen Pragmatismus formuliert worden, etwa in seiner Schrift aus den späten 20er Jahren des 20. Jahrhunderts, The Public and Its Problems. Aus seiner Sicht gründet Individualität und Kultur gerade nicht in den Residuen, in denen wir uns als verinnerlichte Persönlichkeiten intransparent zueinander verhalten, sondern speisen sich im Gegenteil aus den Prozessen von Shared Experience, von geteilten Erfahrungen, in denen wir im Medium öffentlicher Rede wechselseitig uns einander öffnen und uns selber transparent werden. Ich glaube, dass sich am Beispiel dieser konträren Positionen und am Leitfaden des Verhältnisses von Transparenz und Geheimnis Grundfragen der Kultur- und Sozialtheorie erörtern und entwickeln lassen. Nach diesem kurzen theoriegeschichtlichen Exkurs noch einmal zurück zum Thema. Ausgehend von dieser Überlegung lassen sich am Leitfaden des Transparenzbegriffs gerade im Überschneidungsbereich und Schnittfeld von Öffentlichkeit und Privatheit, von massenmedialer und persönlicher Kommunikation, von kollektiven und individuellen Formen der Vergesellschaftung vielfältige, bislang eher disparate Themenkomplexe und Phänomene sozialer Praxis in den Zusammenhang eines interdisziplinären Forschungskonzepts stellen, in dem neue kulturwissenschaftliche Erkenntnischancen begründet liegen. Die grundlegende Veränderung kultureller Codes der Transparenz, die sich nach unserer Überzeugung gegenwärtig vollzieht, erzeugt einen gesteigerten historischen Reflexionsbedarf. Sie stellt eine lebensweltliche Herausforderung kulturwissenschaftlicher Arbeit dar, die auf Grundlage der hier dargestellten Forschungsidee im Rahmen historischer Fallstudien aus ganz
unterschiedlichen Disziplinen aufgegriffen werden sollen. Also soweit eine kurze Präsentation der Forschungsidee, die für uns leitend ist und aus der wir versuchen wollen, im Laufe der weiteren Entwicklungen an den Ruhrgebietsuniversitäten sozusagen einen interdisziplinären und interuniversitären Forschungsverbund aufzubauen. Vielen Dank. Vielen Dank.